Deltacast Soft ist ein semirigider Polyester-Stützverband zur Immobilisierung bei Frakturen und Weichteilverletzungen, die eine funktionelle Ruhigstellung benötigen, jedoch eine rigide Immobilisierung nicht erfordern. Bei Indikationen, die die Ruhigstellung oder Stabilisierung des Sprunggelenks mit Unterschenkel erfordern. Dank der semirigiden Beschaffenheit von Deltacast Soft gewährleistet bereits ein dünner Schlauchverband wie Deltanet Stockinette ausreichende Polsterung bei passgenauem Sitz. Bei prominenten Knochenvorsprüngen ist eventuell zusätzliche Polsterung erforderlich. Legen Sie die Stellung der Extremität fest, das Sprunggelenk in 90 Grad Flexion und der Fuß in neutraler Inversions-Eversionshaltung. Wählen Sie die Breite der Deltanet-Stockinette so, dass sie passgenau anliegt, das Bein des Patienten jedoch nicht einengt. Messen Sie die Länge vom Knie bis zu den Zehen ab und schneiden Sie die gewünschte Länge zu. Rollen Sie den Schlauchverband auf, bevor Sie ihn über die Extremität ziehen, um Gleitdruck während des Überziehens zu vermeiden. Rollen Sie ihn dann über das Bein ab und entfernen Sie eventuelle Falten. Schieben Sie posterior eine Aufschneidehilfe unter den Verband, um das Aufschneiden zu erleichtern. Ziehen Sie Handschuhe an, bevor Sie den Stützverband anlegen. Um optional eine Longette aus Hardcast zur Verstärkung vorzubereiten, messen Sie die Länge für eine U-Schiene von der medialen Beinseite über die Fußsohle zur lateralen Seite ab. Schneiden Sie einen Streifen in dreifacher Länge zu, falten ihn dreilagig und legen ihn beiseite. Wählen Sie die Deltacast Softbinde in passender Breite der Extremität. Aktivieren Sie den Deltacast Soft, indem Sie ihn ein- oder zweimal unter Wasser zusammendrücken und einmal über dem Gefäß leicht ausdrücken, um überschüssiges Wasser zu entfernen. Beginnen Sie damit, den Mittelfußknochen zweimal zu umwickeln und arbeiten Sie sich mit 50% Überlappung zum Sprunggelenk vor. Umwickeln Sie das Sprunggelenk und fixieren Sie so das Sprungbein. Arbeiten Sie sich mit 50% Überlappung in Richtung des Kniegelenks vor. Nehmen Sie bei Bedarf eine zweite Rolle Deltacast Soft. Legen Sie die Longette U-förmig um Fuß und Sprunggelenk und streichen Sie sie glatt. Nehmen Sie eine weitere Rolle Deltacast Soft und legen Sie sie bei den Mittelfußknochen beginnend an. Wickeln Sie um das Sprunggelenk herum und fixieren Sie so das Sprungbein. Arbeiten Sie sich mit 50% Überlappung in Richtung des Kniegelenks vor. Modellieren Sie den Verband mit der Hand und achten Sie auf den gewünschten Bewegungsgrad sowie potenzielle Reiz- oder Druckpunkte. Schneiden Sie einige Streifen selbstklebendes Delta-Terinet-Klettband zu und bringen Sie sie auf den Castverband auf. Damit sich Delta-Terinet-Klettband und Castverband gut verbinden, umwickeln Sie den Verband unter leichtem Zug mit einer elastischen Binde. Belassen Sie die Binde auf dem Verband und halten Sie die Positionierung der Gliedmaße ca. 5 Minuten lang, bis der Cast und die Longette ausgehärtet sind. Nehmen Sie dann die Binde ab. Zeichnen Sie mit einem Marker Schnittlinien auf dem Verband vor.
Schneiden Sie entlang der Aufschneidehilfe und nehmen Sie den Verband ab. Schneiden Sie den Verband entlang der Schnittlinien und Ränder passgenau zu. Legen Sie den Unterschenkelverband wieder an und überprüfen Sie, ob der Verband gut und bequem sitzt oder weiter zugeschnitten werden muss und ob die gewünschte Bewegungsfreiheit gegeben ist. Nehmen Sie den Verband wieder ab und bringen Sie Delta Terinet Randpolster an den Rändern des Castverbands an, um durch weiche Ränder den Tragekomfort zu erhöhen. Damit an der Hauptschnittlinie die Haut nicht eingeklemmt wird, bringen Sie dort ebenfalls selbstklebendes Delta Terinet Randpolster an. Legen Sie den Verband an und fixieren Sie ihn mit Delta Terinet Klettband. DeltaCast Soft von BSN Medical.